Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Königreichen von Amalur, wo wir uns momentan in fremden Gefilden befinden, auf dem... Was tut's denn? Was heißt hier er? Ich bin eine Dame. Eine zarte, feine Dame. Ihr kleinen Pisser. Ich mach euch fertig, ihr Stricher. Verprügelt vom Mädchen. Na, das sind ja Helden. So, allen dreien mal aufs Maul gehauen, damit sie ihren Platz kennen. Dafür gibt's auch ein bisschen was. Diese freien Männerarmbänder, da müssen wir auch so viele noch von verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele das noch sind oder werden. Ach, guck mal hier, ein Steinhaufen. So, da wollen wir ein bisschen Kette geben. Hier unten irgendwo erwartet uns... Habe ich jetzt aus Versehen umgedreht? Nee. Es sieht hier einfach so aus. Da vorne ist ein Schrein. Komm, den nehme ich mal mit einfach. Ist ja zum Schrein. Da oben... Es sieht ja schon noch ein bisschen nach Kriegsgebiet aus, muss ich zugeben. Berührung des Todes. Und ist das hier Vrik oder wie es heißt? So. Na endlich kriegen wir ein paar Duaner zum Frühstück. Ach, ihr seid das. Ich habe euch auf der Minimap gesehen, aber ich wusste nicht, wo ihr wart. Wir haben unseren knöchernen Freund schon wieder gar nicht mehr aktiv, ne? Aber ich muss dazugeben, hier geht's ja alles noch. Mit den Chakren kommen wir super voran. So, ich hoffe, das ist diese Richtung. Sieht gut aus. Okay. Ah, Chakrams der Exekution. Das gefällt mir auch schon mal sehr gut. Oh! Na, sowas! Euer Leben gehört mir. Und gleich noch zahlreich, die Herren. Na, hallo! Nee, bin ich nicht. Habe ich andere Pläne, tut mir leid. Na, jetzt reicht's aber auch mal. Greifen jetzt so zehnte arme Reisende an, weißt du? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab euch nicht gesehen. Mann, Mann, Mann. Und das sind also die... Das sind die Tuata. Also ganz ehrlich, im Krieg. Die fallen ja wie, um wie die Strohhalme. Und da haben wir gleich noch einen MP3-Player. Wie beruhigend. Da lauscht man gleich natürlich nochmal rein. Die schroffen Klippen stürzen in die geschwollene See. Gefährliches Terrain für die unbeholfenen Alpha. Hier ließ sich unser Volk nieder. Ich habe die Orte auf den Hügeln gesehen, die unsere Vorfahren aus von der See geschliffenen Stein geformt haben. Glea Radwen. Die Klippen von Tyvili wurden dort besiedelt, wo das Licht der Himmel am hellsten strahlt. Auf Lyrias Träne blickend, der Giebel der Erde aufsteigend, um ihrer Herrlichkeit zu begegnen. Aha, ich freue mich schon, wenn wir die ganzen Bücher später mal in einem durchhören, ehrlich gesagt. Anela suchen, aus den Ruinen. Na, ich hoffe mal, oh. Von außen sah das tippitoppi aus, aber hier tatsächlich. Ich glaube, die Burg hat's schwer erwischt. Apropos schwer. Und apropos erwischt. Ah, das könnte eher hier so sein. Nein, dann wahrscheinlich hier. Da, das gibt's doch gar nicht. Na, wunderbar. Mannhafte Chakren. Na gut, die können wir nicht nehmen. Als Dame von Welt sind wir natürlich verpflichtet, auch weibliche Waffen zu nehmen. Da geht's nicht lang. Wir müssen dem weißen Kreis folgen, nicht im gelben. Oder güldenen. Das Gelb ist wahrscheinlich ein Gold. Und hier riecht's auch wieder ein bisschen nach Hinterhalt oder nach Fallen. Stärkt, Tuata!
Was? Ah! Ich danke euch für die Hilfe, doch meine Arbeit hier ist nicht getan. Wenn ihr nicht noch tiefer nach Wirki hineingeht, verabschiede ich mich. Na, ihr seid aber resolut, meine Liebe. Erzählt von euch. Was hat mein Vater über mich erzählt? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Obschon ich dennoch dankbar für eure Hilfe bin. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ich hätte Nachricht senden sollen, doch ich wollte ihm gute Kunde aus Kulln schicken. Ihm sagen, dass die Lage sich verbessert hat. Das hat sie aber nie. Und es ist meine Schuld, dass die Flüchtlinge verloren sind. Und deswegen wollt ihr tiefer in die Feste und alle umbringen, ist es das? Nach 10 Jahren dachten wir, wir könnten es wieder aufbauen. Ich habe sie hergeführt. Und hier sind sie gestorben. Die Idee kam von mir. Also trage ich auch die Schuld. Na gut, das lässt sich wohl nicht leugnen. Sind alle Sammler tot? Alle, die uns verteidigen konnten, waren aufgebrochen, um Nahrung zu suchen. Die übrigen blieben hier und halfen bei den Ruinen. Die Tuata haben uns einen nach dem anderen getötet. Dem ziehen wir jetzt einen Schlussstrich. Erzählt mir von den Plünderern. Wir waren auf der Suche nach Nahrung. Als wir zurückkehrten, hatten Tuata das Dorf angegriffen. All die Menschen von diesen Monstern getötet. Wir haben die erste Gruppe vertrieben, doch es kamen immer mehr. Die Überlebenden wurden zerstreut. Ich bin aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Tuata kamen. Oh, und ihr seid hier gelandet. Das dürfte interessant werden. Ist Wirki vielleicht der Quell der Tuata? Fast alles hier ist im Krieg gefallen. Doch die unteren Ebenen scheinen fast unbeschädigt zu sein. Zu unserem Glück. Vielleicht hättet ihr euch lieber in die Ruine hier einnisten sollen. Die scheint zumindest etwas stabiler zu sein. Übrigens, Ich gehe nicht zurück, bis die Arbeit getan ist. Ihr müsst einfach helfen. Sie kommen durch die Wassertore, tief unter uns. Sie müssen sie gefunden haben. So kamen sie rein. Ah, okay. Und woher wisst ihr das? Jedes Mal, wenn wir vorbeigehen, sehen wir die Tuata herauskriechen. Was die Tore angeht, ich erinnere mich aus meiner Kindheit an sie, bevor die Tuata kam. Dann würde ich sagen, wir schließen diese Tore. Unerwartet doch, ich danke euch. Mit euch können wir vielleicht Erfolg haben. Gehen wir. Aber nicht vorauslaufen. Wo sind die Tore? Ganz unten, gewiss. Sie wurden dazu verwendet, Boote hineinzulassen. Wir werden unterwegs sicher noch mehr Tuata finden. Ich hoffe doch, da brenne ich drauf. Gehen wir? Natürlich. Ich hoffe, Gewand des Hierolds. Okay, sie schließt sich uns an, nicht umgekehrt. Das gefällt mir schon mal. Was wollt ihr denn? Ich glaube nicht. Einen Scheiß werde ich. Entschuldigung, manchmal muss man deutlich werden. Die Tuata verstehen das immer nicht, wenn man da nett ist. Tja, das lief doch schon mal ganz gut. Und wenn wir nach unten sollen, gehen wir natürlich erstmal nach oben. Da, warte, da ist noch eine Kiste. Hier gibt es so viel zu plündern immer, das ist unfassbar. Okay, von hier kommen wir ja, da brauchen wir gar nicht lang gehen. Boah, wie schön das hier ist. Eine Schande, wie das zerstört wurde. Wenn man so eine Ruine finden würde. Ich frage mich, ob man die dann neu aufmöbeln würde. Ich sehe rote Punkte. Ich weiß gar nicht, wo unsere Freundin ist, ehrlich gesagt. Vielleicht hätten wir nochmal auf die warten sollen, aber wieso kommt die nicht hinterher? Ach, kacken. Bitte was? Das soll nicht wahr sein. Uns gehen leider langsam die Dietriche aus, habe ich das Gefühl. Weil hier einfach in letzter Zeit so viele Kisten zu öffnen waren, vor allem in der letzten Folge. War das letzte, die letzte Folge. In einer der letzten Folgen natürlich, also vorhin, ehrlich gesagt. Ha. Ach, Fergorta-Wächter. Wow, na hallo.
Da hängen die Vergorter ja irgendwie überall rum, habe ich das Gefühl. Früher hieß sowas Skelettwächter, aber ich glaube, das war nicht normal genug für Amalur. Da muss alles immer einen ganz eigenen Namen haben. Bitte sag mir nicht schwer. Okay. Ein Relikt. Ah, deswegen. Das erklärt einiges und das gibt ja dann wieder unfassbare 2000 Gold. Aber immerhin sammeln wir die Relikte. Ich habe das Gefühl, Relikte könnte so eine Quest sein. Also so eine Aufgabe, die man wirklich abschließen kann. Es gibt ja Aufgaben, glaube ich, die man abschließen kann und Aufgaben, die man gar nicht abschließen kann. Warum hockt die denn da jetzt? Hütet euch vor den Tuata. Ja, klar. Gehen wir? Willst du mich verarschen? Gehen wir und setzt sich hin und weiß ich nicht, was sie da macht. Ich hoffe mal, die ist da sicher. Ich weiß nicht, warum die da jetzt festgebackt ist. Keine Ahnung. Unglaublich. Nein, ich wollte ausweichen. Haha. Ich wollte, dass sie auch mal ein bisschen Spaß hat und ein bisschen Rache nehmen kann. Also unsere Freundin hier. So, der Zornesschlitzer, da freue ich mich sehr. Den können wir ja wieder wegschmeißen. Ah! Ich kümmere mich gleich um den Bogenschützen von rechts. So. Wird's gemacht, Freunde. Hier nehme ich nochmal ganz kurz alles mit. Gut, dass wir das Inventar gründlich geleert haben. Ich glaube, das war echt die richtige Entscheidung. So viel, wie wir hier finden, das... Huiuiuiui. Und die stehen hier einfach alle so rum, die Tuata. Ich weiß, haben die sonst nichts zu tun? Na, weiß ich noch nicht so richtig. Ich bin noch nicht überzeugt. Ach, hallo, mein Freund. Ich habe das Gefühl, die beiden Ladies hier, ne, die rotten alleine eine ganze Armee aus. Ich verstehe gar nicht, was am Krieg so schwer ist hier in dem Falle. Hätten sie mal die beiden Schnuckis reingeschickt, da wäre der Krieg immer nach 2 Jahren gewonnen. Und sehr vielen Wundpflastern. Dauert schon ein bisschen. So, ich glaube, hier ist das erste Wassertor. Hallo, Freunde! Ciao! Und du hinterher! Huch! Damit hat die Kamera nicht gerechnet. Hallo, Kamera. Damit hat die Kamera nicht gerechnet, dass sie hier runterfliegen. Alter. Sind aber auch gut gefallen. So. Da unten sind die Wassertore. Wir schließen die und die lehnen. Alle lehnen hier irgendwie ganz locker mal in der Gegend rum. Die sind alle so mega cool hier. Mega cool ist. Das ist so eine Schauspielerin. Hier ist das nächste Wassertor. Der Torhebel. Ja, ja, ich weiß doch. Hallo und tschüss, Kamera. Okay, den sieht man sogar. So, Schnucki ist aber gar nicht da. Die hat zwar gerufen, aber die ist gar nicht in der Nähe. Dann gehen wir doch jetzt mal... Na, wen haben wir denn da? Ach, Freunde.
Sie werden es niemals lernen, fürchte ich. Ich frage mich die ganze Zeit, wo Schnucki steckt. Schnucki, ja. Ich muss alle Tuata auslöschen. Ich trage eine ewige Schuld. Und lehnt sich irgendwo an und hält Maul auf den Pfeil und lässt uns die ganze Arbeit machen. Das muss aber eine sehr belastende Schuld sein. So. Kommen wir doch zum nächsten Freund. Hallo. Da ruft sie schon wieder von hinten irgendwo. Wer wacht? Er wacht offenbar nicht genug, wie es aussieht. Und Torhebel Nummer 3. Hier können Sie nicht mehr hinein. Gehen wir. Aber wohin? Haben wir den Tuata gestoppt? Ich glaube ja nicht. Es ist vollbracht. Kehrt mit mir zurück. Mein Vater wird sich gewiss bedanken wollen. Aber die müssen doch irgendwo herkommen durch die Tore. Die müssen doch da irgendwo herkommen. Da ist doch das Übel. Gehen wir? Sehr gerne, aber ich halte das nicht für sinnvoll, jetzt einfach abzuhauen. Gehen wir und lehnt sich wieder an und macht gar nichts. Ich habe manchmal keine Worte. So, hoffen wir mal, dass sie wirklich gestoppt sind. Wir gehen mal die Leiter hoch, die zufällig wieder irgendwo nach draußen führt. Tüvili-Küste. Ja, immer diese Abkürzungen. Und hier ist zufällig ein Gulli, der uns... Ich sage nichts. Und damit drücke ich viel aus. Was ist das hier? Kandrian-Wache. Aha. Ich würde gerne da unten, obwohl wir können ja nach Virki jederzeit zurückreisen. Ne? Ich gucke nochmal ganz kurz auf der Weltkarte. Virki, sehr schön. Wir reisen, Madrigal Fenn. Erstmal nach Tirins Rast. Da müssen wir die Quest hier abgeben. Dann haben wir doch ein bisschen was erledigt. Das ist doch super. Hat in letzter Zeit irgendjemand Kandir gesehen? Hallo, Artiof. Ihr seid zurück. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Und für Anela. Kein Dank würde je ausreichen. Doch bitte nehmt diese bescheidene Belohnung. Ach, ich brauche euer Geld nicht. Ich bin vor kurzem Millionär geworden. Und ihr könnt das auch. Ja, hat eure Tochter euch von Kuln erzählt? Auch ich träume davon, Kuln wieder aufzubauen. Doch ich fürchte, das wird erst viele Jahre nach dem Ende dieses Krieges möglich sein. Ich werde da sein. Nur ein alter Kaufmann, der Leid erlitten, aber auch Glück erlebt hat. Ich habe ein Heim hier in Tirins Rast und meine Tochter an meiner Seite. Ja, Gott sei Dank wieder. Wie geht's eurer Tochter? Kein Vogel, der in einen Käfig gesperrt werden kann, fürchte ich. Ich hoffe, ihre Zeit an der Tüvili-Küste hat sie die Realität dieser Welt erkennen lassen. Natürlich, aber sie war sehr stark und hat überlebt. Und sie hat sich durchgesetzt letzten Endes, auch wenn ihre Pläne nicht alle funktioniert haben. Trotzdem lieber... Die, die sie liebt, da. Blühen und gedeihen. Ja, Die Starken und Stolzen jedoch sein. Werden durch ihren Zorn gestürzt. Gehet in Frieden mit Lyrias Führung und Segen, meine Kinder. Ja, das mache ich doch glatt. Sollen wir nicht noch irgendwo Wasser sammeln? Ich erinnere mich, für irgendeine Quest sollen wir ja noch Wasser sammeln. Bevor wir jetzt... Waren wir hier hinten schon? Offenbar nicht. Schwer. Ich kaufe mir mal Prismär-Dietriche, glaube ich. Wenn ich dann welche finde, weil ganz ehrlich, das Kisten öffnen geht einem langsam auch irgendwann auf den Senkel. Und letzten Endes sind Waffen drin meistens, die man gar nicht braucht. Wo sind wir denn hier? Dörfler? Hallo, Grem Heile. Dies ist das Sanktuarium. Der Ort, an dem wir beten und an dem unsere Priesterin ihr Haupt zur Ruhe bettet. Da hat es aber nicht schlecht getroffen, die Priesterin. Wir sind wahrlich gesegnet, dass sie hier ist, um uns zu führen. Und ich habe das große Glück, ihr vollstes Vertrauen zu besitzen. Okay, ich misstraue ihr jetzt schon. Ihr betet zu Lyria? Welcher andere Gott oder welche Göttin hält schon die Magie, die Mysterien und das Schicksal in der Hand? Keiner. Es wäre klug von euch, nach ihrer Gunst zu streben. So strebe ich denn. Ihr verehrt sie förmlich, richtig? Wir beten zur Göttin Lyria. Als in Eratel der Krieg tobte, waren es die Worte unserer Priesterin, die uns Führung und Schutz gaben. Aber der Krieg tobte doch woanders. Inwiefern? Ich frage gar nicht. Erzählt mir von Galafor. Galafor wurde durch Lyria von seinen Sünden gereinigt und gesegnet. Ebenso gesegnet sind jene, die ihren Zorn unbeschadet überstanden haben. Das ist nicht sehr vielsagend. Möge Lyria auf euch herablächeln. Ich bin nicht sicher, ob sie das tut. Hier sind lauter Dörflerinnen, die am Rumbeten sind. Alles ist in komische Käfige gehüllt.
Aha. Kompendium 5, Dokument aus dem Sanktuarium. Da schaue ich natürlich mal ganz kurz rein. Inventar. Gegenstände. Lal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 a. Dokument aus dem Sanktuarium. Ein Dokument aus dem Sanktuarium in Tirins Rast. Diesen Zyklus. Meira Mauen 50 Gold. Grem Heile 112 Gold. Tetarion 7 Gold. Quastel Brat 200 Gold. Artiof Zergen 200 Gold. Irene Miniat 11 Gold. Aha, 200 Gold, 200 Gold. Das sind die Top-Dinger. Sogar mehr als die Gramm Heile. Aber kommt ja darauf an, wer sich was leisten kann. Interessant, dass man ihr Buch über die Spenden führt. Interessant. Die Kompendien verlesen wir natürlich später, wenn wir die komplett haben. Burrengewölbe. Weißt du was? Ich muss Prismär-Dietriche kaufen. Was ist denn das Burrengewölbe? Da wartet eine Quest auf uns. Was ist denn hier los? Schritte, Schatten, jemand nähert sich, jemand kommt. Wir schleichen uns mal unauffällig an. Die sollen gar nicht merken, dass wir hier sind. Oh, Entschuldigung. Oh, ho, ho, ho. Alter, das gibt's doch nicht. Da giften die mich einfach so weg. Ich will mich keinen Fluch haben. Ist denn hier? Ach, da. Ihr seid nicht Nil der Weiße und nicht die Priesterin. Seid ihr gekommen, um zu lachen oder um eine Weissagung zu betteln? Was passiert denn hier, bitteschön? Was macht ihr hier? Rein gar nichts. Ich träume. Ich kann die Grenzen dieses Kreises nicht verlassen. Ja, aber warum seid ihr hier? Weil die Priesterin und Nil der Weiße mich hierher gebracht haben und ich nicht fort kann. Okay, was ist das für ein Kreis? Es ist ein Gefängnis aus mächtiger Magie. Aus der Magie der Kinder des Staubs. Eine Magie, die mir fremd ist. Die feine Priesterin also, interessant. Wollt ihr befreit werden? Ja, mehr als alles andere. Doch wie ihr seht, kann ich das nicht. Das Tor kann nur Nil der Weiße mit seinem Schlüssel öffnen. Und dieser Kreis, mein wahres Gefängnis, kann allein durch Worte gebrochen werden, die nur die Priesterin selbst kennt. Das ist ja interessant. Da wollten wir eigentlich nur mal ganz kurz hinterm Tor stöbern und finden gleich sowas. Erzählt mir von der Priesterin. Sie saugt die Kraft aus meinen Gliedern und nutzt sie für sich selbst. Sie ist wie die Zypresse, die bei Windstille aufrecht steht, sich aber bei der leichtesten Brise neigt. Und Nil der Weiße? Er und die Priesterin haben mich hierher gebracht. Er kehrt gelegentlich zurück, um mit seinen wirren Gedanken zu prahlen. Unfassbar. Und sie nutzen euch aus, oder sie nutzen euch quasi als Orakel? Sie haben mich gefangen, um die Zukunft zu erfahren. Sie wollten Reichtum und Glück. Als ich ihnen das nicht geben konnte, bespuckten sie mich, nannten mich Tuatha und gingen. Interessant. Was für eine feine Priesterin, was für ein feiner, weißer Magier. Wie kann ich euch befreien? Seid ihr deswegen gekommen? Ihr braucht Nils Schlüssel, um das Tor zu öffnen. Die magischen Worte der Priesterin werden mich aus ihrem Kreis befreien. Gut zu wissen, ich komme bald wieder. Tirins Geheimnis, na sieh mal einer an. So eine aufrechte Stadt mit so einem schmutzigen, dreckigen kleinen Geheimnis. Und da bin ich mal gespannt, ob die Priesterin hier irgendwo... Da ist was Weißes. Sehr schwer. Aufschließen Tor.
Na, großartig. Ich habe ja noch nicht genug Schlüssel verloren. Nein! Okay, wir müssen eh wiederkommen. Ach du Scheiße, wir brauchen dringend Dietriche. Fängt gut an. Hallo. Wer ist da? Zeigt euch. Hallo, Freynold. Ich wüsste gerne, was ihr da drinnen gemacht habt. Obwohl, eigentlich bin ich doch ganz froh, es nicht zu wissen. Einen schönen Tag noch. Erzählt mir von euch, Freynold. Ich werde bezahlt, um dieses Gewölbe zu bewachen. Niemand geht hinein, niemand kommt heraus. Niemand außer der guten Priesterin oder dem alten weißen Nil. Interessant. Erzähl mir vom Weißen Nil. Er ist der alte Wachhund der Priesterin, nichts weiter. Und außerdem mein Kommandant. Sie sagt Bell und er bellt. Beiß und er beißt. Er sorgt dafür, dass die Miliz und ich uns ordentlich verhalten. Und sitzt auf seiner Bank. Das ist alles. Das heißt, Sie haben ganz Tiriens Rast unter Ihrer Kandare, die feine Priesterin. Es gibt nicht viel, was ich euch über die gute Priesterin erzählen könnte. Unter anderem deshalb, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie uns nicht hören kann. Selbst jetzt. Ihre Macht bedeckt dieses Dorf und sie umhegt es wie ein Neugeborenes. Und dabei erstickt sie es auch manchmal, wenn ihr mich fragt. Das wird ja immer spannender. Erzählt mir von dem Dorf. Ich schätze, es ist gar kein so übles Dorf, wenn man nichts gegen ein wenig Gerede über Lyria hat und kein Flüchtling ist. Natürlich. Und erzählt mir von diesem Gewölbe. Wir nutzen es als so eine Art Gefängnis. Die normalen Zellen sind dort drüben. Allerdings haben wir kaum Verwendung für sie. Eigentlich gar keine, um ehrlich zu sein. Und dann ist da noch, nun, das, was hinter dieser Tür liegt. Und das geht weder euch noch mich etwas an. Ja, zufällig komme ich gerade von da. Wisst ihr, was da drin ist? Dann geht hinein und seht selbst, verdammt. Ich halte euch nicht auf. Das stimmt allerdings. Na dann? Und wen haben wir da? Ja? Einfach nur Miliz. Okay, damit kann ich leben. Nein! Damit kann ich nicht leben! Oh, wir müssen später nochmal wiederkommen. Galafor. Na, da bin ich mal gespannt. Galafornia wahrscheinlich. Ach so. Oh, okay, da bin ich wohl etwas zu weit oder so. Och nö. Ich wollte schnell reisen. Na, ich wollte gerade noch die nächste Höhle abchecken. Okay, das hat nicht so lange gedauert. Vor der nächsten Höhle haben wir natürlich wieder Besuch, was auch sonst. Interessant. Eieieiei, ich wollte nur kurz nach dieser Höhle hier sehen. Alter, wenn ich auf die Map gucke, das ist ja ein Traum. Weißflocke, aha. Okay, hier ist nur ein Nest. Ich dachte, hier wäre irgendwas Besonderes. Was ist denn hier auf der Map los, bitte, wenn ich da so rumgucke?
Ja, ich würde sagen, das mache ich jetzt mal in dieser Folge. Gala vor, was haben wir da? Schlüssel und magische Worte finden, Tiriens Rast. Das machen wir gleich in dieser Folge. Ich weiß, wir sind schon von 20 Minuten aus gesehen, sind wir schon in Überlänge. Aber jetzt muss ich dann doch nochmal ganz kurz. Es tut mir sehr leid. Wir haben natürlich extra ausgeräumt. Ich glaube, es wird uns diesmal aber ein bisschen leichter fallen. Weil die Sachen, die wir gefunden haben, nicht so wirklich hochwertig sind. Wenn ich das mal... Ich gehe da mal ganz kurz durch. Pass auf. Primäre. Da haben wir ihn hier mit 109. 83. Chakram 96. Lalala. Mit 112 Silvanit. 112 könnte sogar funktionieren. Oder edler Silvanit könnte auch gehen. Aber unsere haben ja noch das Einfrieren dabei. Das darf man nicht vergessen. Wo ist denn... Wo sind denn... Da. 126. Okay. Fällt uns relativ leicht. Und bei der Rüstung... Denke ich, können wir auch nichts falsch machen. Lalalala, 52, 70, 40, alles rot. Kürass der Ausrottung. Ich mache da jetzt mal so ein Schnellding draus. Einfach 57, lalalala. Alles Pipifax hier. Beinschienen. Ich werde einfach mal den ganzen Ramsch verkaufen. Hallo! Es ist, tut mir leid, dass, aber ihr habt uns gerettet. Ja, ich war das. Deswegen kauf alles. Verwüstung. Oh, so ein schönes Schwert, aber wir können es leider nicht gebrauchen. Es tut mir sehr leid. So, Gewand des Herolds ist natürlich schön gelb. Oh, ich kann Gelb nicht verkaufen. Arztmedaillon müssen wir auch noch checken. Das hier ist natürlich... Oh, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Schadensverstärkung, blutensreiner Kriegerstärke, meisterhafter La... Meisterhafter Zornesschlitzer können wir eigentlich auch nutzen. Schmiedekunsterfahrung. Seufz, da kommt immer mehr dazu und immer mehr Alles dazu. Und mich. Dafür danke ich euch. Jo. Möge die Witwe euch verschonen. Das stimmt. Ich habe jetzt mal den Schnelldurchlauf gemacht. Ich muss mir vielleicht mal angewöhnen, tatsächlich dieses Sachen wegbringen, immer zwischen den Folgen zu machen irgendwie. Wenn es sich ermöglichen lässt. So. Was lege ich denn hier mal? Ach komm, Gewand des Herolds lege ich trotzdem mal rein. Ich weiß gar nicht warum. Und dann wollte ich noch ganz kurz gucken. Ein Dokument aus dem Sanktuarium können wir hier reinlegen. Die suchen nach Taschentalisman. Lege ich auch mal rein. Kompendium kann da rein. Kompendium 5. So. Und dann würde ich sagen, wir reisen zurück nach... Wo war denn das? Tirins Rast? Ich bin auch jetzt zehnmal da gewesen, da hinten. Und dann bin ich mal gespannt, was die saubere Priesterin für Dreck am Stecken hat. Und da steht sie auch schon. Hallo. Und plötzlich gehen alle. Hallo, Frau Priesterin. Sei von Lyria gesegnet. Oh, das werde ich sein. Aber natürlich erst in der nächsten Folge, wenn wir hoffentlich herausfinden, was es mit dem jungen Mann da unten in der Zelle auf sich hat und wie die feinen Herren hier, die Priesterin wie auch der angeblich der Weiße, oh, ihr Schoßhündchen, wie die feinen Herren da unten einen Sklaven halten und selber von Reichtum und Macht und Glück träumen und den Armen da unten ausbluten lassen. Ich hoffe, wir können das Geheimnis aufdecken, ohne die ganze Stadt gegen uns aufzubringen, sondern einfach die beiden ekelhaften Leute als das zu entlarven, was sie in Wirklichkeit auch sind. Naja, ich bin gespannt, wie die Bevölkerung reagieren wird. Immerhin sind die beiden ja die Schutzbefohlenen hier von Tirins Rast. Und der Stadt geht's ja eigentlich auch gut und die applaudieren der Priesterin ja auch. Ich hoffe, das wird in der nächsten Folge nicht mehr so sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.